Der Pulverize, die kriegen keine Energie mehr. Ja, da ist nur eine Engine an. Das ist zu wenig. Ich schau gleich. Jetzt gibt's ja sowieso gleich mehr. Doch, ein bisschen kommt. Ja, ein Energie pro Tick. Also der Rest wird für die Dinger verwendet. Zum Lava herstellen. Das brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. Scheiß aus. So, jetzt soll ein bisschen mehr kommen. Und gleich, Alter, wie viel hier drin ist. Wir brauchen jetzt erstmal instant. Wir brauchen jetzt erstmal instant Kaktusgrün. Okay. Hier, Kaktusgrün. Theoretisch können wir auch die Wasserleitung nehmen von den anderen Engines, weil wir brauchen die ja nicht mehr, gell? Oder? Nee. Ich kann da mal ein paar wegmachen. So, dann mach ich mal hier hin. So, dann brauche ich, was brauche ich? Wie gesagt, Nikolite und Tin, was? Ja. Also echt, mit Kupfer sind wir richtig schlecht dran. Mit Kupfer sind wir richtig, richtig schlecht dran. Na schon. Dass man echt nächstes Mal Rohstofftour machen würde. Okay, der erste Engine ist in Betrieb, jetzt sollte mehr Energie kommen. Mhm. Kann ich ja gleich mal gucken. Merk schon. Ich bin gerade noch nicht da, deshalb kann ich es dir noch nicht sagen. Ich möchte endlich hier meine Charting Bench machen. Was kommt jetzt da oben nochmal rein? Mach das da. Ach ja. Ach. Jetzt will ich die aber nicht falsch platzieren. Was braucht die denn? Was für was? Die Charging Bench. Charging Bench. Ist die von Industrial Craft oder von Red Power? Wie soll ich das jetzt rausfinden? Wie soll ich das jetzt rausfinden? Das ist es schon mal nicht, sondern von Red Power drin. Ja, das ist... Wie? Was? Okay, Heiko. Ja? Ich brauche dringend Solarpanels. Ja, ich kann keine bauen, weil ich keinen Kopf habe. Scheiße, Alter. Muss ich das auch noch verschieben auf nächstes Mal? Aber du kannst jetzt eine Pneumatik-Engine bauen. Schau mal, wie das geht. Dann hast du Energie. Weil wir können... Was? Eine Pneumatik? Ja. Dann können wir aus der Energie, die der... Oh, scheiße, ich hab jetzt gehört. Bau schnell einen Junkloader. Das ist das Wichtigste. Wir haben einen Junkloader. Okay, dann muss ich sofort in die Rille. Ja, es gibt keine Pneumatik-Engine. Oh. So was ähnliches. Ich weiß nicht, wo ich das vom Namen her. Die stellt auf jeden Fall aus der Energie hier, die wir hier kriegen, guck mal, wie fett die Strahlen sind, aus der, wo wir hier kriegen, stellt die andere Energie her. Oh, was? Hey, wo sind die ganzen Dinger hier weg? Sind die ganzen hier? Achso, ja, die habe ich abgebaut. Die brauchen wir ja gerade nicht. Das können wir später aufrüsten. Jetzt muss ich schnell den Junkload in die Welle bringen. Der ist unten am Dings. Ja, ja. Wir brauchen sowieso einen zweiten. Kannst du einen zweiten bauen? Weil wir brauchen hier trotzdem einen. Was? Ein Junkloader. Wir brauchen hier trotzdem einen, damit das hier auch anbleibt. Wenn wir jetzt morgen wieder weitermachen.
Ja, hol den unten einfach vom Feld. Das Feld ja, ich. Aber das muss ja, da muss ja auch wieder einer hin. Wie? Hä? Der ist ja dann weg, da muss ja wieder einer hin. Der ist nicht weg, wenn du den nach abbaust. Der ist ja in der Hölle und da bringt er uns ja hier nichts mehr. Achso, wir brauchen einen hier und einen dort, oder was? Ja, natürlich. Der hält ja nur, der ist ja nur ein paar Chunks. Ach, ich verstehe. Wie ging denn nochmal? Wenn du eine Enderperle hast? Dann kannst du dir das Eisen machen. Soll ich dir kurz eine machen? So, ich will erstmal das hier voll fertig kriegen, endlich. Gut, wenn du die andere Falle brauchst, legst du hier in die Kiste. Okay. Wo ist der Chunk da? Unten am Feld. Zur Tür raus, immer geradeaus. Leicht rechts halten. An dem Feld und dann siehst du irgendwann da diese, wie soll ich das sagen? Meinst du Baum? Ja, der Bau, ja, hinten durch einfach. Weiter. Zu den Berg runter. Okay. Und dann ist. Ach, da ganz unten. Ja. Und dann ist da irgendwo... ist da diese Bambusfarm und da steht er. Ja. Wie mache ich das jetzt? Hab ihn. Was ich mal machen kann, ist das hier weg. Und das dann... da hinsetzen. So. So, da. Jetzt muss ich googeln, wie ich das am besten mache. Oder am ungeschicktesten. Ich kann ja an diesen Lava Fabricator direkt Leitungen anschließen, oder? Ja, aber wir brauchen den nicht. Schließ da mal, will ich gerade nichts an. Wo ich nicht in der Hölle jetzt einen Jump-Loader habe, weil sonst kommt da nichts nach. Ja, dass wir noch irgendwelche Kabel ausgesehen, dass irgendwas explodiert. Mhm. So, jetzt soll ich gleich wieder Lava nachkommen. Na, die Engines sind schon wieder, sind noch nicht mal warm gelaufen jetzt, weil es aufgehört hat.